Ich hab dann eh aufgehört mit der Songwriterei, weil ich bin dann durch einen dummen Zufall schwanger geworden und ich kenn einige, oder? Ich meine, ich bin's jetzt nicht mehr und da war das Problem, ich wusste nicht genau, von wem das Kind ist. Da hab ich gedacht, na gut, rufst mal deine Freundin 11 Uhr Brit an und na, wär's noch zu Hause. Hab die angerufen, hab gesagt, Britti, pass auf, ich brauche einen Vaterschaftstest. Sagst du, Cindy, das geht nicht. Ich sag, warum nicht? Sagt sie, ja, bei dir kommen so viele in Frage, da würden mehr auf der Bühne sitzen wie Publikum. Das wäre genauso, als wenn du dich mit dem Hintern auf eine Kreissäge setzt und ich soll dir sagen, welcher Zacken dich geritzt hat. Enrico. Er kam, sah und hatte Achselhaare. Ganz wichtig, kein Achselshirt tragen, wenn die Haare unten rauskommen. Also ich meine jetzt hier so. Aber ist okay. Solange du nicht so da sitzt, ist alles in Ordnung. Oh, ich brauch gleich Alkohol, ich krieg die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Oh, ganz viel muss ich gleich trinken. Ganz viel. Ah, ah. Ach ja, also wie gesagt, ich bin schwanger geworden. Ist aber auch schon vorbei und das hatte ich ja schon. Achso, ich habe meine Tochter aber trotzdem bekommen. Egal, obwohl ich wusste, wer der Vater war. Und die Jenny Lee, ja, die heißt eigentlich Jennifer Justine Chen Chantal Chanice. Ist ein Doppelname und Kinder können manchmal echt anstrengend sein, oder? Oh, die war als Kind so anstrengend. Ich hab die total lieb. Aber als Kind, die wollte als Kind immer nur getragen werden. Ich meine, mit 3 Monaten ist das nicht ein Problem. Mit 12 Jahren sah es ein bisschen scheiße aus. Da wollte die an Weihnachten, wollte sie mal einen Weihnachtsbaum haben. Hab ich gesagt, wisst ihr was, wenn du Nadeln sehen willst, sie auf dem Kinderspielplatz. Dann war ich... mal drüber nachdenken. Dann war ich mit der beim Arzt, da sagt der Arzt zu mir, ja, Frau Cindy, ihre Tochter ist zu dick, die hat Übergewicht. Ich sage, ja, das hat sie von ihrem Vater. Sie müssen mal ein bisschen auf die Ernährung achten. Ich sage, Herr Doktor, ich habe echt keine Zeit, den ganzen Tag am Fenster zu hängen und die Pommesbude zu beobachten. Außerdem verwechselt sich das eh. Oder ist die Schilddrüse und ich habe meine Tochter trotzdem toll erzogen bekommen, muss ich. Ey, wenn ich das manchmal so im Fernsehen sehe, platzt mir echt die Halsschlagader. Da schicken die ihre Kinder in irgendwelche Brutcamps, wo irgendein arbeitsloser Boxer denen erzählt, dass sie Bitte und Danke sagen müssen. Und wenn sie einen Fehler machen, müssen sie 100 Liegestütze machen. Hallo? Später mal in der Firma aus, Chef, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht für 8,3 Millionen Euro, aber ich kann 100 Liegestütze. Wenn jeder... wenn jeder Sport machen müsste, wenn er einen Fehler macht, wären unsere Politiker Leistungssportler. Mann, jetzt wird er doch gesagt. Jetzt wird er gesagt. Ich kann es nicht mehr hören. Und wenn ich dann diese Graubeutelratte von Supernanny sehe, die hat ja mal bei uns an der Tür geklingelt. Ich weiß ja nicht warum und... hab ich die Tür gemacht, steht sie da, wedelt mit ihren Ärmchen. Ich sah, was ist denn los, Mäuschen? Ich hab noch nie gefrühstückt. Ja, deine Tochter hat mich angerufen, die war ganz aufgeregt. Ich sah, setz dich doch erstmal hin. Wir rochen eine, trinken Eierlikör, alles ist schön. Ja? Oh. Deine Tochter hat mich angerufen, die hat sich beschwert. Ich sage, warum? Na, die soll angeblich arbeiten gehen. Ich sage, na ja, Pimki, Solarium, Zigaretten, muss alles finanziert werden. Ja, die darfst du doch gar nicht arbeiten schicken. Ich sage, warum denn nicht? Na, die ist doch erst 11. Da fängt die an, mir irgendwas von antiautoritärer Erziehung zu erzählen. Na, ich sage, pass mal auf, du Arschgesicht. Mich haben vor 2 Wochen 2 Jugendliche versucht, an der Bushaltestelle zu überfallen. Da ich auch gebrüllt. Nein, tut es nicht, tut es nicht. Tut es nicht. Tut es nicht. Tut es nicht. Tut es nicht.
nein, tut es nicht. Ey, die sind die Rand mit ihren Klappmessern. Vor allen Dingen, find erstmal eine stille Treppe an der Bushaltestelle. So geht's doch schon mal los. Ich kann natürlich gerne, bevor ich das nächste Mal an der Bushaltestelle eine Fresse kriege, eine kleine Problemkerze aufstellen. Ich streich die Bushaltestelle Terrakotta-Farm mit Schwammtechnik, leg ein paar Kissen hin, koch uns einen Kaktustee und wir knabbern Kürbiskeks.